Es sind noch die Flammennagers. Der da, da. I'm sorry, I can't. Palegena heil ich selber. Der Buffen. Palegena, Heilung. Oh. Alof, los. Idea, schlag mal wild um dich. Ich hasse es, wenn der Mock cheatet. Ah. So, du ziehst dich mal ganz gutes Stück zurück, Hagrim. Und ich habe keine Wiederbelebung, oder? Tja, ob wir nehmen noch Down kriegen. So, wieder Fenrir wiederbeleben. Hey, that wasn't half bad. Yes. Okay, ich kann Fenrir gerade nicht wiederbeleben. Ja, der Heilung. Auch die Heilung obendrauf. So, jetzt den Fernkämpfer weg. Und jetzt ihn weg. So, jetzt habe ich nochmal die Chance, Fenrir wieder zu beleben. Okay, er nimmt auf jeden Fall Schaden. Au. Oh.
Amulet. Das war wieder Fenrir. Wir nehmen ihn noch einmal wieder. I'm here. As you wish. I am ready. Habe ich noch irgendwas, was ich so benutzen könnte? Hau mal das raus. Hau mal das raus. Hol mal den korrumpierten Adra-Animaten noch raus. Nothing I can do. Tell me. Meri Publices, per Milan. Hey. Take that. Nee, ich mach mal ein diszipliniertes Bombardement an. Das erhöht nämlich die Genauigkeit, oder? Was ich leider nicht habe in meinem Repertoire, ist ein Wiederbelebungsrohr. Könnte ich welche machen? Belebung der Gefallenen. Du hast kein Arcana, gell? Doch, du hast Arcana, aber du kannst es nicht benutzen. Dafür bräuchtest du 7 Arcana. Schriftrolle des Zurückziehens. Nee. Wo ist sie denn jetzt gelandet? Oder ist sie bei ihm im Inventory? Ja. Nein. Dort kann ich im Gefecht geändert werden. Das ist ja auch Blödsinn. Das heißt Blödsinn, das ist blöd. Ich glaube aber langsam, er verliert seine Macht. Ich sehe nicht mal, wie viel Leben er noch hat. Sorry, friend. Can't. Ja, da bist du besser. Da kann ich dich besser angreifen. Okay, Fenrir nimmt Schaden. Komm, können wir jetzt langsam mal tot prügeln? Oh ja, er ist zum Tode. Na gut. I'm here. I'd be back. Very well. Can't make a dent. Kaum viel kann er nicht mehr aushalten.
Jetzt ist er wieder an einem Punkt, wo ich nicht richtig anvisieren kann. Ey, wenn der jetzt noch gewinnen könnte. Oh, scheiße, Feuerball. Oh shit, ich kann ihn da nicht angreifen. Ich kann ihn nicht angreifen. Ich hoffe, ich kann ihn angreifen. Nein, er tötet mich jetzt. Fuck you. Okay. Diverus, how could I miss that badly? Yes? Hey, that wasn't that bad. Come on. Stand together. Komm schon, stirb. This thing isn't doing the job. Okay. Something I can do? What can I do, sir? Yes. It's no use. Oh, er ist tot. Als ich die Zwischenenergie verzogen und der Kampfstab sich gelegt habe, bleibt nur noch ein zerbrochenes Amulett und ein winziger verletzter Imp übrig. Der Gesang der Akolyten endet in einem Luftschnappen. No, 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 no! Nemnox Amulet! Nemnox Wondrous Jewel! Nemnox hebt, krabbelt, hebt Nemnox die beiden Hälften des nun übergroßen Alters aus und versucht sie zusammenzufügen. Die Metallteile fallen auseinander, sobald Nemnox sie loslässt. Broken forever! No! You no kill Nemnok, eh? Kind Nemnok! Ah, für immer zerbrochen. Nein, du nicht Nemnok töten. Netter Nemnok. Nem weicht zurück und hebt seine Klauen. Er rutscht näher an die Kante des Spalts heran. Was ist gerade passiert? Amulet made Nemnok smart. Smart enough to read magic books? All gone. Amulet machte Nemnok klug. Klug genug, um magische Bücher zu lesen. Alles weg. Nemnok umklammert seinen Kopf und lässt ein langes Heulen hören. Nasty Archimir never taught Imps to read. House full of books, eh? Böse Archimir hat ihm es nie lesen beigebracht. Haus voller Bücher, eh. Nemnok tritt nach einem Stein, der klappert über den Spalt fällt. Nemnok stole his pretty jewel. Learned to read. Grew strong. Grew big, eh? Nemnok hat sein hübsches Juwel gestohlen, lernte zu lesen, werde stärker groß werden, eh? Nemnok said, someday he fly back and free the others. Give them books too. Nemnok sagt, eines Tages fliegt er zurück und befreit die anderen, gibt ihnen auch Bücher. Seufzend richtet Nemnok den Blick in die Ferne. Geh einfach, ich möchte nicht hören, dass du Probleme verursachst. Ich vermute, Akemir wollte nicht, dass du außer Kontrolle gerätst. Vielleicht wäre es nicht fair, aber schau mal, wohin es uns gebracht hat. War es nicht fair. Jetzt fühle ich mich schlecht. Hast du Lust, dich auf meinen Reisen anzuschließen? Ich vermute, Akemir wollte nicht, dass du außer Kontrolle gerätst. Furchtbarer Mann tut ihm es weh. Nemnok spuckt in den Spalt. Seine kleine Brust hebt und senkt sich schnell. Ja, Akemir ist böse, mehr oder weniger. Nemnok not smart enough to remember how smart Nemnok was. Dies ist ein schlechter Tag. Nemnok nicht klug genug, um zu erinnern, wie klug Nemnok war. Jetzt fühle ich mich schlecht. Hast du Lust, dich auf beiden Reisen anzuschließen? Nemnok blinzelt dich an und neigt seinen Kopf. Nemnok was God. Nemnok had riches, acolytes power. Now must be pet. Nemnok war Gott. Nemnok hatte Reichtümer, Akolyten, Macht. Muss jetzt Haustier sein? Der winzige Elb verzieht bei dem Gedanken das Gesicht. In meinem Gepäck ist Geld, wie dir danach ist, dich daran zu kuscheln. Nemnok rückt näher heran, inspiziert dein Hab und Gut und rümpft die Nase. Nemnok zuckt nur minimal mit den Schultern, öffnet die Klappe deiner Reisevorräte, klettert hinein und bettet seinen Kopf auf einen kleinen Hügel Kupfer auf. Augenblicke später hörst du ein sanftes Schnarchen. Maximale Ermächtigungspunkte und der Begleitereffekt.
Einsätze durch Druidenzauberdellen erst gar nicht mal so schlecht eigentlich. Tja. Jetzt liegt hier sehr viel Zeug rum, was wir einsacken können noch. Indeed. Tja. Ich habe mich um Nen noch gekümmert, obwohl Tatok kaum Grund haben wird, mir dankbar zu sein. Vielleicht kann er trotzdem mit dem Wissen, dass Kali tot ist, einen Schlussstrich unter die Sache ziehen. Gut, ich speichere hier erstmal. Wir sind nämlich schon weit am Überziehen. Das ist jetzt LP 50 schon. LP 050. Speichern. Und da sehen wir uns gleich wieder.